Hallihallo und willkommen zurück bei XCOM auf einem Einsatz hier in Ägypten, glaube ich. Wir haben ein Meld verloren und eins eingesammelt. Wir haben Sektoiden ausgeschaltet. Wir haben Schweber? War das Schweber, was für? Nein. Dünne Männer, die wir ausgeschaltet haben. Wir haben einen Sucher ausgeschaltet und hier fliegt noch irgendwo ein anderer rum. Und danach müssen wir mal schauen, was sich hier noch so rumtreibt. Nee, warte mal. Das ist schon besser. Begebe mich auf Position. Also, ich glaube, es ist tatsächlich nur noch der Schweber. Der Sucher. So. Ich hoffe, ich habe eben das Richtige gesagt. Da unten ist er. Die Dinger können schießen? Das wusste ich noch nicht. Rennen. Du gehst daneben. Einmal sicherheitshalber heilen, weil wir es können. Na, also du siehst hier, in unserer Firma hier wird sich gut umeinander gekümmert. So, einen Sturm und Schuss hast du wieder, Lilly, das ist super. Ah ne, Charlotte ist das. Oh, Entschuldigung, Lilly ist ja zu Hause geblieben. Du wartest mal drauf, dass das Viech hier auftaucht. Genauso wie du. Und du machst den Sturm und Schuss. Und gehst dahin. Und du siehst es und du schießt es. Wir sehen uns in der Ausgezeichnete Halle. Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Super gelaufen. Zack. So, wir haben einen neuen schweren Soldaten. Jetzt haben wir Unmengen davon, ey. Raketenstart, genau. Und wieder einiges an Zeug. Vier Wissenschaftler, sehr gut. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Schauen wir mal ins Lagezentrum. Hier wird es in Argentinien, Brasilien, China und Indien tatsächlich knapp. Okay. Wir haben leider kein Geld mehr. Zufälligerweise. Schweberautopsie, Forschungsprojekt abgeschlossen. Sehr gut. Verteidigungsmatrix-Manöver. Ist wieder was, so ein Modul für das Ding. Da müssen wir eigentlich auch mal dringend welche von herstellen, aber das ist erstmal nicht die Priorität. Basierend auf unseren bisherigen Beobachtungen an der Front, einschließlich einiger sehr bizarrer, traumatisierender Fälle von Geburten seiner Jungen, bezeichnen wir dieses Exemplar als Chrysalid. Ja, die Chrysaliden. Oder Chrysaliten. Ich weiß es nicht. So. Schauen wir mal eben. Hier hätten wir tatsächlich Schalenrüstungen, die wir herstellen können. Ich denke, zwei davon werden wir uns leisten können. Und dann haben wir keinen Kreuzer mehr. Um mal in der Donald Duck Währung zu bleiben, beziehungsweise Entenhausener Währung. Okay. Deutschland. Klein, UFO-Klasse Speer. Okay. Raven One. Greife Feind an. Schieß, nein. Genau, schieß auf S. Sehr gut. Kontakt UFO 3, Ort Nigeria, UFO-Klasse Späher. Okay, dann würde ich sagen, war das UFO nicht über Deutschland? Ah ne, das... Ich weiß es nicht. Okay.
Schauen wir mal. Scharfschütze auf jeden Fall. Buster auf jeden Fall. Eben war Drakeus mit, jetzt darf Lilly mit. Mach die passende Rüstung. Ach, kann es sein, dass ich das in dem, im Charakter ändern muss? Ansonsten ist das nur temporär. Ich glaube ja, ne? Okay. Dann hätte ich gerne... Hier haben wieder zwei mit Spitznamen. Vargas hätte ich gerne dabei. Das ist nämlich unserer. Upsa. Du kriegst einen Scope. Komm, dann lassen wir euch die Rüstung jetzt mal an. Und Charlotte darf nochmal mit. Ich denke mal, ich werde es im Charakterbildschirm ändern müssen. Okay. Okay. Diese Körperpanzerung wurde nach dem Vorbild der Legierungen entwickelt, die am Raumschiff der Aliens eingesetzt wurden. Sie sollte leichter und stärker sein als alles, was wir früher verwendet haben. Dafür verwenden wir sie jetzt. Also, TP 7 plus 1 und die hier bringt nochmal 3, also extra. Das ist super. Ich würde die ja unseren Stürmern geben, aber ich denke, Buster ist der Erste, der sie bekommt. Sehr nice. So, individualisieren. Das sieht ja krass aus. Alter Finne. Ich weiß noch nicht, für welches Dekor ich mich hier entscheiden will. Eigentlich ist das auch cool. Ich bleib bei 2. Ich hätte das mal alles in den Charakteren einstellen müssen. Werde ich aber offscreen machen. Die sehen eigentlich schon ohne Helm fast kacke aus, oder? Gerade Buster. Komm, Buster, du kriegst jetzt einen Helm. Da. Okay, merken wir, 12 war die alte Frisur. Nee. Wie wär's denn damit? Nee, das sieht immer noch dumm aus. Okay. Sieht teilweise echt lustig aus und teilweise echt bescheuert. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Ich denke... Es tut mir leid, ich habe jetzt ein bisschen Zeit für... Ups. Das ist der beste Helm. Nein, ich... Die zwei Dinger da sehen schon irgendwie merkwürdig aus. Der ist mir irgendwie zu... Wir nehmen mal den. Basta, wenn du unzufrieden bist, sag Bescheid. So, dann mache ich noch für diese Mission mal wieder hier das hier. Ich mag diese anderen Rüstungen einfach nicht. Zack, okay. Sehr schön und los geht's. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Achtung. Für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Sieht aus, als wäre das UFO über einem dicht besiedelten Gebiet innerhalb der Stadt abgestürzt. Hoffen wir, dass alle dort auf Abstand geblieben sind. Hoffen wir es mal, ja. Hauptquartier bitte melden. Big Sky hat die äußere Markierung erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis, feindliche Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. Okay. Schauen wir mal, ob wir schon irgendwo erahnen können. Hier ist Meld. Okay, in die Richtung gehen wir. Ja, so einfach. So, ihr seht schon, also die haben jetzt enorm viel
Gesundheit hier. Du bleibst an meinem Feldposten. So. Lilly hier hin. Und Vargas. Ja, du gehst dann neben Lilly hier. Okay. Bleibst du mit dem Präzisionsgewehr hier stehen? Ja, danke Bastel, dass du das bemerkt hast, da drüben das Schimmern, aber das habe ich auch schon bemerkt tatsächlich. Rücke vor, genau das haben wir gesucht. Feinde gesichtet. Ja, nur Insektoiden. Wir haben aber leider immer noch den Pulsbogen und den Alien-Sicherheitstrakt nicht fertig. Und jetzt schauen wir mal. So knapp über seinen Kopf weg, ey. Alter. Okay. Du darfst auch nochmal schießen. Nicht. Warum denn nicht? Ich fänd's nett, wenn du schießen dürftest. Aber gut, dann bleibst du halt im Feldposten. Okay. Einmal Lilly. Hier ist nichts, das ist gut. Vargas. Okay, Charlotte, einmal vor. Ja, da drüben. Da draußen ist irgendwas. Sie verlieren meinen Boden. Der sieht aus, als hätte der keine Waffe. Schade, ich kann nicht näher ranzoomen. Doch, jetzt sieht's wieder aus, als hätte er eine. Na gut. Basta ist leider kein Sturmsoldat. Das heißt, ich weiß nicht, ob der Feldposten gemacht hat. Ich glaube es eigentlich nicht. Also es kam kein Interface, aber... Hier in Position. Okay, 60% ist okay. Schade. Ich hätte erst mit ihm hier schießen sollen. Das vergesse ich leider immer, dass ich, wenn ich Sturmsoldaten habe, erst mit denen schießen sollte. Aber der kann eh nicht schießen. Okay, dann war es nicht schlimm. Ja, bei ihm sollte ein einfacher, ohne kritischen Treffer genügen. X-Ray ausgeschaltet. Ich hätte mir sie gerne eigentlich aufbewahrt. Aber ich wollte Buster ungern nach vorne schicken. Wenn der Alien im Feldpostenmodus sein könnte. So, Lilly einmal nach hier. Sehr gut, so. Jetzt Perez einmal nach hier drüben. Okay. Basta kommt noch nicht dran. Aber im nächsten Zug hier kommt Charlotte dran. Vorausgesetzt, hier ist das UFO. Okay, dann warten wir noch einen Zug, um da hinzugehen. Du gehst mal noch in die Richtung gucken. Da ist auch nichts, das ist super. Ich mach mich los. So. Und da gehst du hier hin. Oh oh, Sucher, Sucher. Du hast nicht getroffen, Lilly. Vargas, komm schon. Nö, warum denn auch? Tarnmodus, wer hätte es denn erwartet? Niemand. Aber gut, im Tarnmodus wissen wir wenigstens, dass sie nicht aus der Ferne angreifen. Das ist schon mal nett. Zack, nochmal Meld. Feldposten. Perez. Feldposten. Basta. Guck mal, dich denn nochmal platzieren. Hier. Feldposten, wer hätte es erwartet?
Lilly, Feldposten. Vargas, Feldposten. Sehr gut, Vargas, und jetzt musst du nur noch treffen. Jawohl. Das Vieh hat nämlich versucht, Lilly zu würgen, und das fanden wir nicht so lustig. Da hinten ist das zweite, jetzt können nochmal zwei schießen, das ist sehr cool. Aber beides sind leider Sturmsoldaten, die nicht treffen. Ist das eigentlich... Das ist eine Frau. Gut, ich dachte gerade, von der Frisur her sah es nicht so aus. Okay. Ja, Compress, jetzt aber hier mit, Bums. Die ist einfach nur so, so wichtig für unsere Missionen immer. Das ist unglaublich. Die gibt einfach so eine Feldabdeckung. Gerade bei offenen Flächen und sowas deckt sie einfach mal das komplette Feld ab, was wir sehen. Das heißt, immer wenn ein Soldat etwas sieht und wir sind auf freiem Feld, dann kann sie von überall schießen. Das ist einfach nur richtig gut. Okay. Ach, da hinten ist noch Meld. Okay, wenn wir Glück haben, kriegen wir das mit Lilly noch. Oder mit Vargas. Ah ja, da ist es. Das Viech hat noch gefehlt. So, er steht jetzt leider richtig mies. So, jetzt haben wir eine... Ich weiß nicht, ob sie von hier tatsächlich schießen kann. Von hier wird sie schießen können. Wir müssen es probieren. Ansonsten hat Vargas wahrscheinlich ein Problem. Der Bordcomputer der Aliens könnte bei unseren Untersuchungen extrem nützlich sein. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Kein Problem. Boom. Bitte, bitte, bitte. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Und das Meld auch noch mitgenommen. Ich bin stolz auf unsere Soldaten, auf jeden Fall. Wir haben so viel geschafft schon. Und Vargas ist Lieutenant geworden. Sehr gut. Gegen Roboter. Wir haben noch keine Roboter gesehen, oder? Also ich weiß nicht, ob Sucher und Schweber vielleicht als Roboter zählen. 45 Alien-Legierung, 11 Illyrium, sehr gut. Wir haben einen UFO-Flugcomputer, sehr schön. Das ist sehr schön, muss man sagen. So, jetzt gehe ich einmal in die Kaserne und guck mir mal unsere Soldaten an. So, du. Ne, jetzt hat sie, die hat die Rüstung an. Basta. Hat die Rüstung an. Drack. Hat die falsche Rüstung an. Vielleicht kann es kann auch sein, dass die, wenn du die aus dem... Also wenn wir die quasi nicht mitnehmen, dass sie dann die Waffen, die Rüstung wieder wechseln. Irgendwie durch irgendeinen Fehler, dass es nicht behalten wird. Ah, den können wir nicht mal umbenennen, der bleibt so, okay. Corporal, bitte auch Sie die richtige Rüstung anziehen, vielen Dank. Das ist das neuere Modell, das alte bietet nicht so viel, schickes Aussehen. So. Du noch. Genau, einmal so. Du noch. Du hast nämlich immer noch dieses hässliche Ding an. So. Du. So. Und dann werden wir auch demnächst weitere Schalenrüstungen auf jeden Fall herstellen für unsere besseren Soldaten. Und eventuell dann auch welche für die Rekruten. Mal sehen. Okay. Das wär's. Meld haben wir auch. Wie schaut's aus hier? Ein Tag wird ausgehoben. Dann können wir Alien-Sicherheitstrakt bauen im nächsten Monat. Chrysaliden-Autopsie in 2 Tagen, Gießerei in 2 Tagen. Scannen wir nochmal. Sehr gut.
Chitinpanzer zur Herstellung verfügbar, Nadelgranate und bioelektrische Haut. Sehr schön. Leichte Rüstung aus dem Exoskeletten des Chrysaliden, die zusätzlichen Schutz und reduziert den erlittenen Nahkampfschaden beträchtlich. Sie ist zudem stabil genug, um vor Strangulation zu schützen. Das ist sehr, sehr cool. Strangulation ist das, wenn der Sucher ankommt und im Tarnmodus ist. Dann versucht er nämlich einen zu erwürgen. Nadelgranate. Und der Soldat projiziert mit Hilfe seiner Haut ein elektrisches Feld, das Gegner in der Nähe enttarnt, aber nicht alarmiert. Er ist außerdem immun gegen Strangulation. Super geil. Gefällt mir. So. Alien Nav Computer. Werden wir noch tun, aber erstmal die Sucherautopsie noch. Trotz ihres äußeren Erscheinungsbilds scheint diese Maschine nicht aus organischen Komponenten zu bestehen. Ihre Oberfläche hat eine höchst ungewöhnliche metallische Struktur, die irgendwie mit den Dämpfen, die sie zur Tarnung absondert, zu interagieren scheint. Okay. Dann würde ich sagen, reicht das für... Hupsa. Entschuldigung. Mein Hals ist schon relativ trocken und rau. Und ja, ich wollte mich auf jeden Fall fürs Zusehen wieder einmal bedanken. Wenn noch jemand Soldat werden möchte, gerne Bescheid sagen. Ansonsten habe ich mich schon bedankt, glaube ich. Ja, ne? vielen Dank fürs Zusehen. Ich sag's nochmal. Ich würde mich über ein wenig Feedback freuen in Kommentarform oder auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, E-Mail, was auch immer. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.